das große Problem ist, wenn du anfängst, jeden zu entfernen, der sich so ein bisschen mal passiv-aggressiv oder so verhält oder mal einfach, du hast keine Spieler mehr fast. Und es ist wohl auch so, dass eben so ein gesunder Ehrgeiz und sowas gehört wohl auch ein bisschen dazu, ein Pro-Player zu sein. Da gibt es so viele Spieler, die sich in diesen Profi-Ligen, in den nationalen Ligen oder auch tatsächlich in den nationalen Ligen sind die meisten eher Humbler, aber gerade wenn die dann in die LEC kommen, da gibt es einige Kandidaten bisher. Und das wird aber nicht gepunished werden. Kannst du bitte erklären, wie du nur minus 8 LP bekommst? Der Account hier hat eine Challenger MMR. Und ist aber in Diamond gerade. Das heißt, die Hidden Elo, du siehst ja, dass wir extrem hohe Games bekommen mit dem Account. Welcher ist eigentlich der angenehmste Pro-Player, den man ins Team bekommen kann? Also Reckless ist immer still, aber ist immer full tryhard. Dann die G2-Jungs hier Jankos ist immer extrem gut, Proxer. Die Schalke-Boys sind tatsächlich sehr gut. Also so jemand wie Abedagge zum Beispiel, habe ich noch nie flamen sehen. Ist immer am tryharden. Caps, Perks, Jankos. Ich meine, Caps war früher der auch passiv-aggressiv. Aber der ist mittlerweile echt gut drauf, so. Richtig netter Kerl. Genauso wie Perks und Jankos. Die sind halt so ein bisschen mimig und banterig sind die. Dann hast du andere Leute, so Upset, Bippo, Promiscue, Jeskla, Forgiven. Die sind alle sehr grenzwertig von ihrem Verhalten. Scheiße, ich wollte selber Timo. Wait, er hat gesagt, gegen Timo ist der beste Pick Maokai, ne? Na, mein Timo-Eker-Freund auf der oberen Linie. Jetzt ist die Frage, nehme ich Aftershock mit oder nimmt man Grasp mit auf dem Check? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Maokai Pro Builds. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie man Maokai spielt. Okay, die meisten spielen Aftershock, was ich hier sehe. Tatsächlich spielt den aber keiner. Du hast das letzte Mal vor einem Monat gespielt. Scheint nicht so super beliebt zu sein, der Kollege hier. Der scheint, sagen wir mal, nicht so super beliebt. Die Gegner sind aber auch Full Magic Damage, ne? Das sollte sehr gut sein. Also, tatsächlich sollte das Game extrem gut für... Ich glaube, ich nehme Second Wind gegen Timo, wenn ich ein bisschen heilen kann gegen... So, let's go. Chad Maokai. Ist die Frage, gehe ich Dorans Schild oder Corrupting Potion oder Dorans Ring, Leute? Was nehme ich hier mit? Schild? Da habe ich relativ wenig Mana, ne, wenn ich Schild nehme. Schon mitgekriegt, dass Demonize aufhört zu streamen. Das wäre sehr schade. Aber ich kann mir vorstellen, der hat ja sein Studium fertig gemacht, dass der halt erwachsen werden muss, ne, und halt einen normalen Job macht. Das kann schon sein. Wäre aber sehr schade. Demonize ist echt ein guter Mann. Er hat jetzt einen Job und seinen Abschiedsstream schon gemacht, ja. Ja, das ist das Einzige, was mich an Demonize immer gestört hat. Dass er so einen auf erwachsen tut. Studium, Job, Freundin, eigene Wohnung. Richtiger Kick, ey. Ich muss sagen, das hat ihn immer unsympathisch gemacht. Dass das noch einer mit Ambitionen ist und mit einem normalen Lebenslauf. Ja, er war eine Schande für die deutsche Szene. Das kann man so sagen. Okay, der Trade hat sich schon mal ganz gut angefühlt. Wait, what? Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Der hat mich komplett belogen, die Sau. Der komplett kacke. Okay, der Trade hat sich schon mal ganz gut angefühlt. Nee, ich wünsche Demonize das Beste. Wirklich ein toller Mann. Lange in der deutschen Szene mit dabei gewesen. Super Persönlichkeit. Durfte auch mal mit ihm spielen. Beste auf all seinen Wegen, ne? Gute alte AD Kaltimo, ha? Huh? Drei Wochen später. Viele Monate später. Die deutsche Maokai-Legende! Solide wie die Eiche, die sie ist. Amazing! Mal kurz weg to base, hier als nächstes. Die Frage, was baue ich hier in dem Game? Ich glaube, am besten wäre Spectral's Cowl. Aber ich glaube, wir sollten das hier einmal bauen, damit wir CDR bekommen und Mana. Danach bauen wir jetzt Spectral's Cowl und gehen Adeptive Helm und ein bisschen Mask. Weil die Gegner haben sehr viel Magic Damage. Sunfire wäre auch nicht weg. Ich hätte einfach Sunfire vor Item. Bami Cinder hätte ich bauen sollen, oder? Aber damit ich ein bisschen Push-Power habe. Was ist das denn noch? Meint ihr, ich soll Bami Cinder bauen? Und dann MR? Oder bauen wir erst ein MR-Ding und dann Bami Cinder? Ich weiß nicht, ja. Ich glaube, ich sollte Bamis gehen. Ehrlich gesagt, Control Board, damit wir weiter pressuren können. Wir müssen natürlich einen ziemlichen Komponenten-Deal. Weil wir als nächstes müssen wir auf jeden Fall eine Spectral's Cowl bauen. Das kommt schon alles zusammen später. Also ich kann ja aktuell, ist ja so weit behind, der kann ja nichts machen gegen uns. Hello there. Hello there. Ich hab den Ulti-Skip verkackt, Turret-Shot genommen und bin am Turret-Hit gestorben.
Oh mein Gott. Ich wäre gar nicht an der Ulti, wäre ich gar nicht gestorben. Ich dachte, die killt mich. Ach Mann, das ist so bad. Das ist so bad. Man sieht jahrelange Maokai-Practice, Leute. Man sieht jahrelange Maokai-Practice. Okay, müssen wir einmal kurz nach oben hier. Ich habe schon wieder den Sweeper vergessen. Nice, nice, nice. Na du? Nach unten könnte ich gleich kommen. Und die vorgehen dafür? Was ist das und das mal? Nach oben. Komponentenbild! So, Mr. Allen, 2, 3, 4. Kennst du schon das Outplay? Wait. Fuck. Wait! Die, die, die. Reaper. Action hier. Da, also, ich muss sagen, mit viel hatte ich gerechnet, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Die sind einfach zu 5 oben jetzt. Ja, gut, ne? Haben die jetzt natürlich schon ein kleines Comeback gemacht gerade. Was würde ich denn jetzt als nächstes, würdet ihr meinen? Oder Liandris oder sowas vielleicht? Die Maokai Ult ist so useless, ey. Die ist so useless, die Maokai Ult. Das finde ich auch. Also die fucking Maokai Ult. Wie die da immer langsam entlang pömpelt, ey. Spirit wegen der Passive. Ja, Spirit Message ist echt gut, das stimmt. Wobei Adaptive Helm ist, glaube ich, ist so viel goldeffizienter gegen Damage, gegen so wiederkehrenden Schaden. Oh, jetzt kommt sie! Jawoll! Die Römer rein, die Dingen! Oh! Hast du gesehen? Habt ihr das gesehen? Ein paar Sekunden später. Okay. Das war jetzt nicht so gut, muss ich sagen. So, wie machen wir jetzt weiter am besten? Ich meine, wir könnten auch Sunfire Cape ausbauen. Erstmal. Das ist auch nicht verkehrt, oder? Sunfire Cape ausbauen. Ein bisschen aufpassen, weil die MF von denen wird langsam echt dick. Dann haben wir ein Armor-Item. Also, ich weiß nicht, ob ich so viele Armor-Items möchte, wie ich hier gerade baue. Eigentlich nicht gegen die Gegner, ne? Aber wir machen dann, wenn wir Seekers Conversions später hier draus machen würden, dann haben wir den Ansturm. Wir können die nicht so leicht wegpesen. So Bullshit, ne, Kha'Zix. Das ist so Bullshit, wenn der Airhead kommt. Da gibt's diese ganzen Invis-Jungler. Zum Glück sind die nicht mehr so beliebt aktuell. Weil diese ganzen Invis-Jungler sind so bescheuert, wenn die Airhead kommen. Wenn du ein Control-Mage bist, zumindest. Der einzige von denen, der noch ziemlich beliebt ist, ist Kha'Zix, oder gerade? Ich nehme an, Lee Sin kann man auch als Assassine werden. Ne? Fällt mir sehr, dass Ellen in meinem Gegner-Team komplett reinfeedet, ne? Nice, sogar unsere Xayah kann die Solo killen. Mit einmal will ich die Kados-Ulti dodgen hier. War ich wieder nicht gedodged, oder? Wann muss ich denn das W benutzen? Genau. Lol, are you kidding me? Okay, nochmal Stone Blade. Ich glaube, ich brauche das. Ich glaube, ich gehe für Dings hier. Für noch einen Spectral Scowl. Dann lasse ich die erstmal so stehen. Baue die vielleicht später aus. So Spirit Whistle. Und dann gehe ich erstmal für Randuins, würde ich sagen. Ich meine, ich könnte auch Bramble West gehen. Dann könnte ich. Also eigentlich sollte ich die doch irgendwie wunden können, oder? It's time. The final countdown. Di-di-di-ding. Di-di-di-ding. Ocean Soul Maokai. Na, jetzt wird's lustig. Oh, hier kommt der Maokai mit der Ocean Soul. Ellen, bleib doch da jetzt. Mach doch nicht diesen hier. Ocean Soul, hier komm ich. Hier. Oh. Da bin ich immer noch dabei. Jawollo, Kinder. Da kommt die Ult mit dem Root hinten, jawoll! Dann! Jawoll! Jawoll! So, perfekt. Dann können wir hier finishen. Boah, interaktives Tank-Gameplay. Dafür ist die Strategie-Q doch da, Leute. Amazing.
Großartiges Gameplay, bin begeistert. Das ist, dafür stehe ich mit meinem Namen, Twitch-Chat. Für interaktives Tank-Gameplay. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also dieser Dragonflick ist so insane, ne? Das ist echt krass. Das ist der einzige Aurelion-Soul-Spieler, der ist 900 LP-Challenger, ist der.